Was musst du beachten, wenn du eine Immobilie verkaufen willst, die renovierungs- oder modernisierungsbedürftig ist? Und vor allen Dingen, du gehst in die Vermarktung rein und du merkst, es zieht nicht. Du hast Nachfrage bei der Immobilie, Leute schauen sich das Objekt an und am Ende des Tages kauft keiner. Und genau das schauen wir uns in diesem Video mal genau an. Und hier ist immer wieder ein ganz spannendes Thema und was ich immer wieder gefragt werde, und zwar genau dann, wenn es meistens schon zu spät ist. Also man startet die Vermarktung, die ersten Anfragen kommen rein, die ersten Besichtigungen werden durchgeführt. Naja, und dann klappt es halt nicht und dann heißt es, ey Heinz, was kann ich denn tun? Wie kriege ich das Ganze hier überhaupt vernünftig vermarktet? Und das allererste und wichtigste, was ich dir direkt als Tipp mitgeben kann, ist, du musst direkt vorne alles richtig machen. Denn wenn du hinten raus ein Problem bekommst, hast du vorne etwas falsch gemacht. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, und zwar, wie denn dieser Prozess überhaupt korrekt aufgebaut wird, damit du hinten raus erst gar keinen Fehler bekommst und das Objekt sich smooth verkaufen kann oder beziehungsweise smooth verkaufen wird. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das sehr interessiert, wie das funktioniert. Okay, schauen wir mal rein. Und zwar das allererste ist, wenn du bereits hier vorne im Einkauf bist, ja, also wenn du so willst, bei der Entscheidung, ob du die Immobilie in Auftrag nimmst oder nicht, da fängt es im Prinzip schon an. Und zwar musst du natürlich immer aus mehreren Sichtweisen schauen. Die eine Sichtweise, die du hast, ist, also die eine Brille, durch die du schaust, ist die des Maklers, den Auftrag zu bekommen. Ja, das kann ich verstehen, das ist keine Frage. Aber sehr wichtig ist, du musst durch die Brille eines Käufers schauen. Du musst durch die Brille schauen, was an dieser Immobilie, ja, stimmt nicht oder wo ist der Fehler und wo liegt der Aufwand? Was könnte zum Beispiel einen Kaufinteressenten abschrecken, diese Immobilie zu kaufen? Weil eine Sache, der Verkäufer wird es dir nicht sagen. Warum? Nicht, weil er nicht will, sondern weil er es nicht kann. Sondern er hat eine andere Perspektive beim Verkauf seiner Immobilie. Ist doch auch völlig verständlich. Es ist seine Immobilie, da hat er viele Jahre drin gewohnt. Ja, und es hat ja einen Grund, warum er in dieser Immobilie gewohnt hat und die jetzt verkaufen will. Also wird er natürlich nicht kritisch, nicht wirklich kritisch seiner Immobilie gegenüber sein. Du bist vielleicht auch ein bisschen in deinem Blick getrübt, weil du willst den Auftrag reinholen und sagst, irgendwie wird es schon klappen. Und hier ist der erste große Fehler, nämlich genau an dieser Stelle, wo es hier um den Auftrag geht. Weil da ist der Makler in der Situation, wo er sagt, Mensch, das wird schon irgendwie gut gehen, das wird schon irgendwie klappen. Und genau das ist der große Fehler. Das ist nicht hier an der Stelle entscheidend, sondern du musst wirklich, und ich mache das jetzt mal um diesen Auftrag herum, musst du schauen, okay, was ist denn der Aufwand? Also was muss zum Beispiel zwingend und dringend an der Immobilie verändert werden, um sie zu verkaufen? Denn schau her, du musst gerade bei renovierungsbedürftigen Immobilien, modernisierungsbedürftigen Immobilien eine Sache beachten, dass die Käufer da draußen eines nicht wollen, ist viel Aufwand. Und diese Immobilien sind sehr speziell, weil diese Menschen, die solche Immobilien kaufen, das sind Menschen, die haben zum Beispiel Bock auf sowas, die haben Kontakte oder die gehören einer Zielgruppe an, die gerne Immobilien renovieren und modernisieren. Jetzt musst du dir aber eine Sache anschauen. Alle Menschen, die jetzt gerade Immobilien kaufen, die renovierungs- oder modernisierungsbedürftig sind und die aber Handwerker beauftragen müssen, da ist ein riesengroßer Engpass. Also, und die Finanzierung ist auch nicht leichter geworden jetzt aktuell, und zwar im Jahr 2023. Folglich
musst du diese Dinge von vornherein einbeziehen. Ja? Nämlich der Aufwand, der zu tätigen ist. Dann zum Beispiel hast du alle Unterlagen wie Baugenehmigung. Ja, sind da irgendwelche Anbauten an dem Objekt dran, die dir nachher einen Strich durch die Rechnung machen, die dir ein Problem machen? Da musst du genau hinschauen. Ja, jetzt kommt der im Prinzip entscheidende Punkt, ist, was sind das für Kosten, die da auf dich zukommen? Ja, also Kosten, Renovierungskosten, Modernisierungskosten, Fenster, Dach, Wärmedämmung, Heizung. Ja, das sind alles Kosten, die hier mit ins Spiel aufzunehmen sind und die du kalkulieren musst. Ja? Du musst sie kalkulieren. Ja, das bringt nichts mehr in der heutigen Zeit, dass du hingehst und sagst, ja, sie müssen das renovieren oder das ist ein sanierungsbedürftiges Objekt. Das ist komplett unprofessionell, sowas. Das macht man nicht als Makler, wenn man eine Immobilie erfolgreich verkaufen will. Ja? Das musst du einfach verstehen. Also diese Dinge, die musst du rechtzeitig hier schon im Einkaufsprozess musst du dir anschauen. Denn diese Dinge, all diese Dinge haben Einfluss auf die Bewertung der Immobilie. Ja, sie haben einfach Einfluss auf die Immobilie. Punkt, aus, Ende, ob du das willst oder nicht. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt hast du da eine Klarheit, bist mit dem Verkäufer auch klar, was den Wert der Immobilie angeht. Jetzt geht es ja um die Vermarktung und das beginnt hier mit dem Thema Objektaufbereitung. Ja, die Objektaufbereitung, die ist das alles Entscheidende. Wenn du hier Fehler machst, dann wird das hinten raus nicht sauber funktionieren. Und hier gibt es ein ganz wichtiges Schlüsselwort, ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Bereich, den du vorbereiten musst. Und zwar ist das, du musst lernen, die Brille des Käufers. Die Brille des Käufers einzunehmen, also durch die Brille eines Käufers zu schauen. Und zwar am Ende des Tages wird jeder Mensch sich sagen, okay, was ist für mich drin, was habe ich davon, ist das die richtige Immobilie für mich und vor allen Dingen, was kostet mich dieser Spaß? Ja? Was kostet mich dieser Spaß? Und zwar hier am Ende des Tages die Kosten für die Renovierung. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist denn in der heutigen Zeit elementar, grundlegend wichtig? Zu verstehen, dass die Menschen draußen so wenig Aufwand wie möglich wollen. Ich gebe dir mal ein Gegenbeispiel. Beim Thema Neubau setzt bekanntlich der Verstand bei den Menschen aus. Warum setzt der Verstand aus? Je neuer, je schöner etwas ist, umso einfacher ist es am Ende des Tages, das auch zu verkaufen. Unter der Voraussetzung, es wäre zum Beispiel fertig, also bezugsfertig, schön eingerichtet, tolle Möbel drin, am besten noch die Dolby Surround Anlage mit allem Picobello, toll, also alles fix und fertig. Und er braucht eigentlich nur noch seine Koffer zu bringen und einzuziehen. Ja, es wird den einen oder anderen geben, der sagen, ah, die Möbel gefallen mir aber nicht. Okay, das ist jetzt drauf, egal. Wichtig ist, die Menschen wollen keinen Aufwand haben. Die wollen so wenig Aufwand wie möglich. Und das musst du ihnen abnehmen, diesen Aufwand. Oder du musst ihnen das so einfach wie möglich machen, dass sie das wirklich verstehen. Und hier ist des Rätsels Lösung ganz einfach. Im Übrigen, sowas gibt es zum Beispiel bei mir im Coaching drin. Da erklären wir das auch alles. Ist hier ein vernünftiger, ordentlicher Sanierungsplan. Ja? Solche Sachen, ja, gehören hier einfach rein. Ja, also ein richtig cooler Plan. Was kostet das alles? Ja, und hier ist auch nicht entscheidend, was man macht, sondern wieder entscheidend, wie man das macht. Ja, wie gesagt, bei uns im Coaching wird das alles genau erklärt, wie das funktioniert. Wir haben jetzt gerade jüngst das Beispiel gehabt. Eine Kundin von mir hat das gemacht, auf mein Anraten hin, hat allen Interessenten das nochmal zugeschickt. Was ist passiert? Sofort kamen
wieder Rückmeldungen von den Leuten. Ja, sie haben sich bedankt und haben gesagt, Mensch, super. Ja, und dann kriegst du auch direkt die Nachfrage, beziehungsweise die Kaufinteressenten werden direkt richtig informiert und du kannst draufgehen. Ja, du kannst alle Kosten präsentieren. Du kannst sogar wieder die Möglichkeit nutzen, um mit den Handwerkern Networking zu machen, die das dann nachher ausführen. Ja, also das heißt, du hast eine Sanierungsplanung und du kannst auch nachher wieder dann automatisch im Rahmen von Networking die Kontakte vermitteln, die das nachher auch dann entsprechend machen. Ja, du kannst das Thema Finanzierung direkt mit einbinden, ja, Fördermittel etc. pp. Ja, und das unterm Strich hier, was ich dir gerade gezeigt habe, ist wieder hier Extrameile, ja, Extrameile und vor allen Dingen, wie wir es sagen würden, der Wow-Faktor beim Immobilienverkauf. So, und es bringt auch nichts zu sagen, ja, kenne ich alles, mache ich schon, ja, mach es eben richtig. Und wer so arbeitet, der wird seine Immobilien auch verkauft bekommen, ja. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch, schreib gerne in die Kommentare rein, vor allen Dingen lass ein Abo da und folge uns auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und hier unten drunter. Wenn du wirklich den Verkauf deiner Immobilien auf ein nächstes Level heben willst oder auch mehrere Immobilien hast, die du nicht wirklich gerade verkauft bekommst, dann hast du eine Sache mit Sicherheit sehr, sehr schnell raus, nämlich die Hacks, die Tipps, die wir über 30 Jahre hinweg aufgebaut haben, werden dir helfen, deine Immobilien, die gerade nicht zu verkaufen sind, wesentlich schneller zu verkaufen. Du hast somit dein Investment sehr, sehr schnell bei uns wieder drin. Deshalb buch jetzt dein kostenfreies Erstgespräch und wir sehen uns bald. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, ciao.